Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick von Powerbox-Systems und heute reden wir kurz und knapp über die Feineinstellung des Servos. Los geht's! Jetzt haben wir alle grundlegenden Funktionen angelegt und haben auch schon Verbindung zum Modell. Nachdem wir alle Servos angeschlossen haben, gehen wir an die Feineinstellung. Wir gehen dafür kurz in den Servomonitor und sehen, die Servos funktionieren auch schon. Teilweise falsch herum, mit zu viel oder zu wenig Weg. Das ändern wir jetzt. Dazu öffnen wir wieder das Funktionsmenü. Als erstes gehe ich in die Servoeinstellungen, um Wege und Mittelpunkte anzupassen. Wir fangen mit dem Querruder an und tippen ganz rechts auf die beiden Servos. Man sieht hier die Einstellungen für Weg, Mitte, Drehrichtung und das Limit. Das Limit ist ein Begrenzer, der kommt nach allen anderen Berechnungen ganz zum Schluss. Das heißt, alles, was ich in den Funktionen oder bei Mischungen einstelle, das Limit wird nie überfahren. Das ist im Prinzip ein elektronisch-mechanischer Anschlag. Hier links kann man sehen, dass die Servos hier bereits eine Bezeichnung haben. Man sieht, weil wir beide Servos in einer Funktion haben, steht hier zweimal Querruder links. Ist kein Problem, wir benennen es einfach um. Das hat auch keine Auswirkung auf die Funktion. Dann schauen wir mal nach der Drehrichtung. Beide Servos falsch. Zum Umpolen drückt man ganz rechts diesen Button ein bisschen länger. Das ist einfach eine Sicherung, damit man nicht aus Versehen ein Servo umpolt. So, die Drehrichtung passt. Jetzt gleich noch die Mitte kontrollieren. Um sie zu verstellen, drückt man auf den mittleren Button. Man sieht dann unten das Einstellfeld mit drei Schritten. Zehnerschritte, Einserschritte und Null-Einserschritte. Damit lässt sich die Mitte extrem fein einstellen. Jetzt stellen wir noch die Endausschläge ein, die wären hier zu klein. Wenn ein Feld noch blau hinterlegt ist, kann man jetzt einfach mit dem Stick in die Richtung bewegen, die man einstellen möchte. Man braucht jetzt den Stick nur halten und unten verstellen. Um zu zeigen, wie einfach das bei unserem System ist, würde ich das jetzt noch für das Seitenruder machen. Wir gehen dafür in das Seitenruder, schauen hier auch, Drehrichtung falsch, drehen diese um und legen hier noch größere Aufschläge drauf. War doch ganz einfach, oder? Hat euch das Video gefallen? Wie immer, gerne liken, kommentieren und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Schaut auch gerne in unser Support-Forum, dort werden viele Fragen von vornherein beantwortet. Bis dahin, allzeit gute Flüge und bis zum nächsten Video.